Wer sind Sie? Ich bin Werner Fitterling, der Knödelkönig. Ja! Nummer zwei, wer sind Sie? Ich bin Werner Fitterling, der Knödelkönig. Nummer drei, wer sind Sie? Ich bin Werner Fitterling, der Knödelkönig. Nur einer von den dreien ist wirklich Werner Fitterling. Und für ihn heißt es jetzt, sag die Wahrheit. Und hier ist das Rateteam. Der charmante Lügendetektor, Kim Fischer. Der Schnüffler mit dem feinen Näschen, Mike Krüger. Die Dame mit dem Röntgenblick, Ursula Cantieni. Und der fantastische Vierte, Inspektor Smudo. Und hier ist Ihr Gastgeber, eine wunderschöne Michael Antwerpes. Es gibt wieder was auf dem Teller. Ja. Blaues Blut und weißer Teig. Der Knödelkönig gibt sich die Ehre bei uns, Eure Majestät. Wir heißen euch herzlich willkommen. Er also packt die Knödel in die Dose und von da aus kommen sie frisch auf den Tisch bei Muttern. Es wird ein königliches Vergnügen samt Kostprobe, versteht sich. Auf geht's. Hat er gesagt, die Knödel in die Dose? Dose, ja. Ich heiße Werner Fitterling und habe eine geschmeidige Sache erfunden, den Knödel aus der Dose. Das ist ein verzehrfertiger Serviettenknödel, den man nur noch anbraten muss. Die Idee habe ich mir sogar offiziell patentieren lassen und wurde zunächst dafür von allen verspottet. Aber inzwischen gibt es meine Knödel in Feinkostläden in 5 Variationen zu kaufen. Und die Spötter von gestern nennen mich heute hochachtungsvoll den Knödelkönig. Dieser Ära muss man erstmal gerecht werden. Deshalb habe ich mit der Knödelei über die Jahre mehrere Rekorde aufgestellt. Unter anderem habe ich den längsten Knödel der Welt hergestellt. Außerdem halte ich den Weltrekord im Dauerspätzle-Schaben. Mein Dosenknödel wird auch schon nachgeahmt, aber was soll's? Schließlich sind ja alle großen Meister kopiert worden. Sagt Werner Fitterling, der Knödelkönig. Dose auf, Knödel raus und der Genuss kann beginnen. Lecker, lecker, sage ich nur. Kim beginnt. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut, bis ich das Wort Dose hörte. Kandidat Nummer 1, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Es schmeckt gut, trotzdem Dose. Kandidat Nummer 2, was macht einen richtig duften, super spitzen Truper-Knödel aus? Die Zutat, neben den bekannten Zutaten, eben zum Beispiel Bärlauch oder Tomate, Pilze, Speck. Danke, Kandidat Nummer 3, warum sind Sie so besonders stolz auf Ihren Knödel? Warum bin ich besonders stolz? Weil er einzigartig gut schmeckt. Und weil er in der Dose jederzeit verfügbar ist. Ja, Kandidat Nummer 1, Knödel sind ja nicht ganz kalorienarm, richtig? Man sieht's. Kandidat Nummer 2, wie viel Knödel schafft denn ein Mann und wie viel Knödel... Kandidat Nummer 1, wie patentiert man denn sowas? Wie funktioniert das? Man muss das bei einem Patentamt machen. Ich hatte was in Stuttgart gemacht, es kostet ein bisschen was, aber da geht's. Kandidat Nummer 3, wie lange haben Sie denn Spätzle geschabt? Es waren 25 Stunden. 25 Stunden. Wie viele Spätzle waren das im Endeffekt, Kandidat Nummer 1? Das war ungefähr 300 Kilo. Kandidat Nummer 2, haben Sie auch ein Restaurant? Natürlich. Wo denn, Kandidat Nummer 1? Im Schwäbischen. Im Schwäbischen. Kandidat Nummer 3, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Wie heißt das? Kandidat Nummer 3, Sie sprechen von 5 Varianten. Welche sind das? Das ist der Bärlauchknödel, der bayerische Speckknödel, der Vollkornknödel, der Kartoffelknödel und der Knödel mit Tomate und Basilikum. Mm, super. Nummer 2, und der Knödel, der hockt relativ trocken in der Dose drin? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Der wird wie mit einer Wurstspritze in die Dose reingepresst und dann verschlossen. Ah, füllt die ganze Dose aus. Und Nummer 1, welche Zutaten müssen Sie vermeiden? Wie lange ist es haltbar? Das ist unterschiedlich. Also, das kommt ganz darauf an, wie lange Sie den aufbewahren wollen. Aber Nummer 3, Bärlauchknödel, wie lange haltbar? 3 Jahre. 3 Jahre? Smudo. Nummer 3, die Spötter von gestern, wer waren das zum Beispiel? Kollegen, Freunde. Ex-Freunde meinen Sie wohl, Nummer 3? Ja, Neider. Ja. Und Nummer 2, diese, wie teuer ist das denn, so ein Dosenknödel? 2,35.
Nummer drei. Was ist das Geheimnis von einer guten Spätzle? Das Geheimnis ist die handwerkliche Herstellung. Viele Eier, kein Wasser, keine Farbe. Nummer zwei. Wie kriege ich so einen Servettenknödel denn so flauschig? Der wird einfach durch das Knie... Flauschig. Tja. Ist der Knödel. Flauschig. So ähnlich wie die Krone, die auf ihrem Haupt thront. So, Nummer eins. Der Mann, dem die Dose sichtlich schmeckt, beim Patentamt den Dosenknödel anmeldete und ansonsten ein Restaurant im Schwäbischen betreibt. Oder Kandidat 2, der Bärlauchknödler mit Tomatengeschmack und Wurstspritze, der die Dose komplett ausfüllt und dafür 2,35 verlangt. Oder ist es der Beneidete auf der 3, der jederzeit die Dose knackt, 25 Stunden Spätzle schabte und alle Sorten lupenrein aufsagen konnte? 1, 2 oder 3, wie immer unsere Frage. Und Kim darf als Erste voten. Kompliment an wer auch immer die Krönchen gebastelt hat. Die gefallen mir sehr gut. Zwei von ihnen schämen sich wahrscheinlich in Grund und Boden, dass sie so ein Ding tragen müssen. Der andere ist stolz wie Bolle. Kandidat Nummer zwei, Sie sehe ich auch eher tritratrolala. Sie bereiten den Kindern im Kindergarten das aus der Dose vor. Und Kandidat Nummer drei, Sie versuchen sich in Zurückhaltung, sind aber eigentlich ansonsten ein sehr lustiger Geselle und Sie sind es. Die drei? Ja, pass auf, wenn der loslegt. Ja, wart mal ab. Ja. Mike? Ja, ich schwanke zwischen 2 und 3. 3 hat diese Knödel, die 5 Varianten so ein bisschen auswendig gelernt, aufgezählt, fand ich. Er macht natürlich so einen Erfinder-Eindruck auch, ne? Also von daher schwanke ich da sehr. Aber Nummer 2 ist so einer, glaube ich, der sich sowas ausdenkt. Ich sag mal 2. Mike, also ich folge dir diesmal nicht. Nicht? Nein. 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 Ja, ganz im Gegenteil. Es ist ganz eindeutig die Nummer 3. Tatsächlich. Weil er vereint diese Passion zum Spätzleschaben. Er weiß alle Zutaten. Und er ist zudem noch der schwäbische Geschäftleshuber und Geschäftemann. Und er weiß, dass man das gleich patentieren muss, damit da auch ein Schuh draus wird oder ein Knödel draus wird. Also eindeutig, Herr Fitt. Die Nummer 3 ist es. Smudo, kannst du da noch gegenhalten? Oder? Ja, nee, nicht gegenhalten. Ich mache mit. Ah. Ja, hier steht, ich heiße Werner Fitterling und habe eine geschmeidige Sache erfunden. Nummer 2 würde sagen, ich heiße Werner Fitterling und habe eine tolle Sache erfunden. Was mir beim Spätzleschaben gefallen ist, die handwerkliche Technik ist vollkommen richtig. Das Spätzle ist eigentlich schnell so ein Geheimnis. Ja. und dass man lieber ein Ei mehr Ei macht, das gilt eigentlich bei alles mit Eiern. Sowieso. Also vor allem beim Omelette oder beim Pfannkuchen oder bei allem möglichen mit Ei immer eins mehr. Ja. Beim Vanillepudding, beim Spätzle. Drück, ich will jetzt Knödel. Ja, endlich. Das ist ein gutes Stichwort. Wir wollen Knödel, vor allen Dingen wollen wir den Knödelkönig. Hier ist er. Und bei Nummer 1 hat ein bisschen geknödelt. Geknödelt! Erheben Sie sich, Eure Majestät. Es ist die Nummer 3. Der Mann, der die Krone auf den Kopf behält. Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Manfred Seher, komme aus Trier, bin Sachbearbeiter bei der Stadtverwaltung. Und die Nummer 2, bitte. Ich bin Karl-Heinz Jeron, ich komme aus Berlin und mich ernährt eher die Kunst als der Knödel. Ja, und wir haben es ja versprochen, dass wir mal probieren. Das sind im Übrigen keine Kartoffelknödel, sondern sowas wie der hier, bayerischer Speckknödel zum Beispiel. Sie haben vor 15 Jahren die Idee gehabt, das Patent war ziemlich teuer, oder? Das waren damals noch 10.000 D-Mark. Und haben Sie eine eigene Fabrikation, um die hier reinzupacken? Wir haben eine kleine handwerkliche Küche, ja. Handwerk? Immer noch, wie vom ersten Tag an. Und jetzt sind Sie aber schon auf dem Teller. Wir können ja mal probieren. Welche Sorten haben wir denn da, Herr Fitterling? Da haben wir den Knödel mit Tomate und Basilikum. Das ist der bisschen ins Rötliche. Und den bayerischen Speckknödel. Mhm. Alle anderen sind verkauft. Weihnachtszeit, da geht es immer rund bei uns. Wie kommt es denn aus ausreichend Tomate, Basilikum beim Knödel als eigene Soße in der Dose? Was zum Lamm, zum Seeteufel, ein bisschen was aus der Reihe. Wo kann ich die denn kaufen, wenn ich wollte? Das ist tatsächlich flauschig. Bei mir zu Hause oder in führenden Feinkostgeschäften. Ach. Aber nicht auf der Fläche, da gibt es die nicht.
Keine Massenware? Nein. Aber was sagt ihr? Lecker, sehr, sehr lecker. Ich kann nichts sagen. Ich bin verblüfft. Ja, super. Aber die werden gebraten, die werden nicht mehr gekocht oder so, ne? Die werden in der Pfanne angebraten. Also die klassischen Kartoffelknödel in rund. Ganz sind toll. Es nicht. Serviettenknödel oder eben all diese Sorten, die wir haben. Ganz tolle Sache, wirklich sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Werner Fitterling, der Knödelkönig bei uns, bei Sagt die Wahrheit. Vielen Dank. Und in der zweiten Runde geht es bei uns um Hege und Pflege. Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Almut Eberius, die Vogelmutter. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Almut Eberius, die Vogelmutter. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Almut Eberius, die Vogelmutter. Nur eine von den dreien ist wirklich Almut Eberius. Und für sie heißt es jetzt, sagt die Wahrheit. Ein berühmtes Kinderlied muss nach dieser Sendung umgeschrieben werden. Kommt ein Vogel geflogen, hat einen Gips um seinen Fuß. Im Ernst, Almut Eberius pflegt die kranken Vögel gesund. Die anderen beiden sind nur Kuckuckskinder. Hier sind die Informationen. Ich heiße Almut Eberius und bin die Mutter unzähliger Vogelweisen. Mit einem kleinen Distelfinken fing es vor langer Zeit an. Den habe ich gefunden und bis zur Flugtauglichkeit wieder aufgepäppelt. Das hat sich herumgesprochen und so bekam ich im Laufe der Jahre immer wieder kranke oder aus dem Nest gefallene Vögel zur Pflege. So ein Jungvogel wiegt zwischen 5 und 30 Gramm und ist ohne Gefieder völlig schutzlos. Da braucht es viel Fingerspitzengefühl. Aber auch ausgewachsene Vögel kommen zu mir. Zum Teil hatte ich bis zu 300 Tiere pro Jahr in meiner Obhut. Ein komplettes Zimmer habe ich zur Vogelkrankenstation umfunktioniert und im Garten steht eine Auswilderungsvoliere. Billig war das Ganze übrigens nicht, aber meine gefiederten Freunde haben mich einfach glücklich gemacht. Ist das nicht schön? Almut Eberius, die Vogelmutter, hat uns diesen kleinen Brief übermittelt. Und ich finde, die Damen sehen allesamt aus wie Vogelmütter. Ganz, ganz schön. Lieber Smudo, du legst los. Nummer 3, was kriegen die denn so zu essen, wenn sie da ganz, ganz frisch und verletzt und schusslos zu ihnen kommen? Da wird ein Nährbrei angerührt, der Basis von Eiweiß, Eigelb. Also kurz Eiern. Eigentlich schon, mit Wasser, mit Körnern gemischt ein bisschen und auch mit Heimchen, mit Ameisen. Ameisenlarven. Heimschimmelameisen? Ja, Ameisenlarven. Mhm. Also ich habe Heimschimmelameisen verstanden. Habe ich das nur geträumt? Es gibt ja Insekten. Heimischen. Nummer 2. Ist das nicht ziemlich laut, so viele Vögel zu Hause? Das ist klar. Was sagen die Nachbarn denn dazu? Wir haben dichte Wände im Haus. Nummer 1. Dieser kleine Distelfink hatte einen Namen gehabt. Ich habe immer gesagt, Dickerchen. Nummer 1. Haben Sie die anderen 299, haben Sie denen auch Namen gegeben? Den anderen Vögeln? Stopp, Ursula. Nummer 1. Seit wann haben Sie die Vogelstation? Seit 20 Jahren, ich habe es vor 50 Jahren. Und wo? In Stuttgart. Und wenn die Vögel verletzt sind, können Sie sie dann auch behandeln? Zu einem großen Teil. Einen Flügelbruch kann ich ruhig stellen, den Flügel. Aber und Nummer 2, haben Sie irgendwie im Umkreis noch einen Tierarzt? Oder? Ja, durchaus. Kann mir auch Rat holen. Ich kann mir auch Rat holen. Nächste Frage. Und Nummer 3, ich meine, das ist ja ziemlich aufwendig. Verlangen Sie etwas dafür oder kriegen Sie von irgendwoher Unterstützung? Vom Tierheim. Ich arbeite mit dem Tierheim zusammen. Okay, Mike. Kandidatin Nummer 3, sind das alles wilde Vögel oder kriegen Sie auch von Leuten, die den Vogel zu Hause halten? Nein, das sind wilde Vögel. Die werden wer bringt die Ihnen, Kandidat Nummer 2? Die Leute aus der Umgebung. Es hat sich herumgesprochen, dass ich so viele Vögel aufnehme. Ja. Und Kandidatin Nummer 1, wo finden die Leute diese Vögel? Ach, viel auf Spaziergängen im Wald, in Parks, zu Hause im Garten, im Hof. Und woher wissen die, dass sie zu Ihnen kommen? Das spricht sich herum. Viele fragen im Tierheim an. Und bekommen dort meine Adresse. Kandidatin Nummer 3, 300 Vögel. Was fressen die so am Tag? Das weiß ich nicht.
was die am Tag fressen. Das habe ich nie gerechnet. Mhm. Kandidatin Nummer zwei. Wie lange bleibt denn im Schnitt so ein Vogel bei Ihnen? Wenn es ein Jungvogel ist und ich bekomme ihn schnell pflücke, dann reichen 14 Tage bis 3 Wochen. Mhm. Aber wenn er verletzt ist, kann es auch länger dauern. Und Kandidatin Nummer drei, welche Vogelart ist am häufigsten bei Ihnen zu finden? Das sind die einheimischen Vögel. Und vor allem im Frühjahr, wenn die aus den Nestern fallen zum Beispiel. Kandidatin Nummer eins, was sind das zum Beispiel für Vögel? Die Amseln sind die häufigsten. Ja. Und was sagt Ihre Familie dazu, Kandidatin Nummer zwei? Ich meine, so ein ganzes Zimmer als Krankenasyl, als Lager umgebaut? Genau, die Wohnung ist groß genug und Sie machen gerne mit, wenn Sie da sind. Und ansonsten müssen Sie die aber wie oft am Tag füttern, alle Mann? Na nun, es geht manchmal bei einem kleinen Vogel schon Stunde um Stunde. Boah. Wir hatten drei wunderbare Kandidatinnen, zum Beispiel Nummer eins, die Dame mit dem Distelfink-Dickerchen, die seit 20 Jahren in Stuttgart Vögel pflegt und deren Adresse sich herumgesprochen hat. Oder Nummer zwei, die Kandidatin mit toleranter Familie und dichten Wänden, die mehrere Tierärzte konsultiert, um die Tiere in 14 Tagen wieder Flüge zu bekommen. Oder Nummer drei, die Dame, die den Tierchen ein Vogelomelett auftischt, mit dem Tierheim kooperiert und nur wilde Vögel aufpäppelt. Das ist unser Angebot für euch. Smudo, du darfst das erste los flattern. Vielleicht sind sie es alle drei, weil ich finde, sie haben alle drei sehr glaubhaft die Vogelmutter gegeben. Aber Nummer zwei hat mir gefallen, wie sie sagte, ja, die Familie, wenn sie dann mal da ist, dann packt sie mit an. Und daraus habe ich geschlossen, inspektormäßig, dass die sind selten da und sie hat jetzt die Vögel als Familie. Oh. Ein Tiefenpsychologe. Ein Rührstück. Ein Distelfink-Stück. Ursel. Also Nummer drei fällt für mich raus, weil die ist sicher noch berufstätig und hat anderes Wichtiges zu tun. Und die Nummer zwei hat sich ganz gut eingeschafft, aber so vom Emotionalen her und ist es eindeutig für mich die Nummer eins. Und dass sie gleich den Spitznamen Dickerchen, also wie sie das gesagt hat und so, da hat man gespürt, da ist viel Gefühl dahinter. Nummer eins. Was sagt Mike? Ja, jetzt werden wir einen richtig haben, weil ich sag Nummer drei. Abgebrüht, oder? Ja. Tolle Geschichte, oder? Ja. Nein, weil Nummer drei hat das so selbstverständlich erzählt und hat auch gesagt, was fressen die so am Tag? Da habe ich nie drüber nachgedacht, keine Ahnung. Nummer zwei, finde ich, dass sie hat gesagt, die Wohnung ist groß genug. Da möchte ich aber nicht über oder unter Ihnen wohnen. Wenn Sie 300 Vögel in der Wohnung haben, da hätten Sie bestimmt schon Ärger gekriegt mit Ihren Mitbewohnern. Und Kandidatin Nummer eins, ich glaube, die schreibt so Kinderbücher mit so kleinen Vögeln drin und liest sie dann vor. Das finde ich schön. Deshalb ist es Nummer drei. Sehr schön. Ich sag euch, was die alle drei sind. Und wenn das richtig ist, will ich ein extra Pünktchen oder ein Gummibärchen oder sowas. Kandidatin Nummer eins, sie sind die Tierärztin. Kandidatin Nummer drei, sie sind Tierheimleiterin. Und Kandidatin Nummer zwei, sie sind die Vogelmama. So. Haben wir uns ja aber nicht merken können. Aber wir werden es versuchen, auf seinen Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Vielen Dank für euer Votum. Und hier ist die Auflösung. Die Vogelmutter bei Sag die Wahrheit. Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Ja, Ursula, richtig gelegen. Ich habe rote Wangen gekriegt. Ja. Da ist sie ganz aufgeregt, die Ursula. Nummer zwei, wer sind Sie bitte? Ich heiße Irmhild Steinbach. Seit meiner Kindheit gehe ich mit Tieren um. Ich bin nämlich Tierärztin. Aha. Tierheimleiterin? Nein. Nummer drei ist ganz hübsch als Querverbindung zum eigentlichen Thema. Wer sind Sie? Ich heiße Hannelore Kuckuck. Okay. Und mein Mann heißt Horst. Okay. Aber wir haben keine Kuckuckskinder. Okay. Horst Kuckuck. Und Almut Eberius ist nur ein großer Dank auszusprechen, dass Sie sich so engagiert für die kleinen
Vögelchen. Sie sind aber Autodidaktin. Sie haben nie eine Ausbildung in der Richtung genossen. Da gibt es keine Ausbildung dafür, ja. Wie machen Sie das, wenn so ein Vogel kommt, verletzt ist? Wie diagnostizieren Sie, was dem fehlt? Oh, wenn es zum Beispiel ein Beinbruch ist, sieht man sehr schnell, das Beinchen hängt. Das kann nicht belastet werden. Beim Flügelbruch, das hängt oder er wird von einem Muskel nach oben gezogen. Ja. Wie sieht denn Ihre Wohnung aus? Wie jede andere Wohnung auch, nur dass in einem Zimmer Käfige stehen. Und in der Küche habe ich ein Drittel von meinem Küchentisch eingerichtet als Intensivpflegestation. Da sind also Wärmelampen und eine Wärmequelle von unten. Und da stehen dann die kleinen Kästchen schön ausgepolstert drauf und Körbchen. Und da liegen die Allerkleinsten drin oder auch die heikel sind, die ich noch viel beobachten muss, wo ich Veränderungen schnell mitkriegen muss, die sehe ich dann eben, weil ich in der Küche am meisten zu tun habe, kann ich Veränderungen oder auch Verbesserungen schnell feststellen. Mögen Sie sich denn immer so von denen trennen? Oder? Anfangs war es schwer, später, weil es so sehr viele geworden sind, war ich um jeden Vogel erleichtert, den ich rauslassen konnte. Ja. Erst in die Foliere, in die Auswilderungsfoliere? Ja, sie kommen in den Garten, in eine Auswilderungsvoliere, wo sie sich dran gewöhnen, dass es draußen mal warm, mal kalt ist. Sie kräftigen die Flugmuskulatur, sie lernen Lebendfutter zu finden, man bringt lebende Heimchen zum Beispiel ein, die sie fangen, Regenwürmer, Mehlwürmer, man sammelt Futterpflanzen, also Löwenzahn, Kreuzkraut, Gänsedistel, alles Wahnsinn. Mögliche. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Und wir haben noch mal ganz tolle historische Aufnahmen von Ihrem Dickerchen, glaube ich, den ersten Distelfinken. Ja. Da haben wir das. Ganz altes Filmmaterial und der ist Ihnen sicher besonders. Und trinkt da ein Tröpfchen Wasser, ist das süß. Almut Iberius, unsere Vogelmutter bei Sagt die Wahrheit. Herzlichen Dank. Jo, und zum Abschluss sehen wir alle Lügner wieder in der Vis-à-vis-Runde. Wie nennt man Menschen, die schamlos schwindeln, die ohne rot zu werden die Unwahrheit sagen, einige von ihnen sogar in zwei Spielrunden bei Sagt die Wahrheit, die nennt man schönes Früchtchen. Das ist unser Motto in der letzten Runde. Und mit den schönen Früchtchen beginnt der Mike, bitte. Ja, ich habe Ihnen eben schon geglaubt, ich glaube Ihnen wieder. Ja, ja. Erzählen Sie erst mal. Ich spiele die Rettichflöte. Und zwar haben wir früher als Kinder aus Holunder Pfeifen geschnitzt, aus Haselnüssen Pfeifen geschnitzt. Und ich habe das mit meinen Kindern auch gemacht. Fanden die ganz toll. Und da haben wir überlegt, man kann es auch mit anderen Instrumenten machen, mit anderen Sachen machen. Und haben Möhren ausgehöhlt, haben Rettiche ausgehöhlt, haben Trommeln gemacht. Das kriegte dann die Musikschule mit, unsere Kinder. Und dann kamen die auf mich zu und haben gesagt, wir sollten doch mal gucken, ob wir da nicht einen kleinen Auftritt mitmachen. Und das hat sich weiterentwickelt. Das kamen dann die Trommler mit den Kürbissen. Und so ging das dann. Ja, ich weiß, dass es so ein Gemüseorchester gibt. Die treten sogar auf. Veräppelst du mich jetzt? Nee, das gibt's tatsächlich. Tja, also was zögerst du? Ja, was zögere ich? Ja, was zögere ich? Was zögerst du denn so? Antwortet mit, veräppelst du mich jetzt? Veräppelst du mich jetzt? Das war dann ja, natürlich. Ursula? Sie, ja, Nummer 3. Also ich bade in Obst und Gemüse. Und zwar in meiner Kindheit wurden ja nur die Haare gespült mit Kamillentee. Aber jetzt fange ich an im Frühjahr mit Brennnesseln, mache ich mir einen Sud und ich bade immer erst die Arme und die Füße. Und wenn das mir gut tut, dann geht's ab in die Wanne mit etwas größerer Verdünnung. Und so wandere ich durch die Natur mit Löwenzahn kommt dann und dann kommen die Lindenblätter und Lindenblüten. Dann kommt vielleicht die frühe Möhre, die junge Möhre aus dem Garten schon mit dem Grün. Dann kommt später die Möhre mit der Pastinake, ohne Grün, also nur die Frucht. Alles wird gemust. Erst bade ich die Arme drin, dann die Füße. Wenn es gut tut, gehe ich damit in die Wanne. Und ich ende mit der Vogelbeere. Süß. Ja. Ja. Also, ich denke, um da zu punkten, da hätten Sie schon noch ein bisschen exotischere Kräutlein auffahren müssen. Und nicht so die Standardgemüse, dass das gut tut, ohne Frage. Na. Und, aber da müssen Sie nicht erst die Ellbogen reinhängen, da können Sie gleich ganz rein. Ne? Also, das ist ja alles total ungefährlich.
Leider glaube ich Ihnen nicht. Smudo. Ja, Nummer 4, bitteschön. Ich habe als Teil in meiner Wohnung ein Gewächshaus gebaut. Das habe ich früher auch mal gemacht. Was? Wie? Aber nicht, was ich darin angebaut habe. Bitte schön. Ja, weiter. Alles von meiner Zeit ab, diese blöden Scherzchen. Ich habe zum Beispiel in meinem Schlafzimmer einen Blumenkohl drinstehen und auch Salat, weil es etwas kühler ist. Und im Wohnzimmer stehen etwa mehr die etwas schöneren Kräuter wie ein Kürbis, der ziert das sehr schön. Und im Keller, da muss ich die etwas dunkellagigeren reintun, und zwar Möhren. Also Ihre Wohnung ist quasi ein Gewächshaus, in dem Sie zufälligerweise auch wohnen, sozusagen. Ja, ja, es gibt ja auch ein besseres Raumklima. Und Sie müssen auch bedenken, die Produkte sind natürlich frisch, sind meine Produkte. Ja, aber es riecht doch nach schimmeliger Luft und Mold und so. Da kriegt man es doch auf die Bronchien. Das kann ich nicht glauben. Kim, bitte. Ja, also wir als Berliner, ich denke, wir verstehen uns. Leg mal los. Ich mache neue elektronische Musik aus altem, verdorbenem Gemüse und Obst. Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe mich geärgert, dass so viel Obst und Gemüse weggeworfen wird. Ja. Da habe ich angefangen, mir Gedanken drüber zu machen und organisiere nun Workshops, die dann in ein Konzert münden. Während der Workshops baue ich mit den Teilnehmerinnen eine Obst-Gemüse-Batterie, an die werden kleine elektronische Tonerzeuger angeschlossen. Und am Ende des Workshops, so nach circa 3 Stunden, machen wir ein Konzert. Danke. Typische Berliner Idee, finde ich. Ja, ab auf den Kompost damit. Ja, ja, genau. Die Idee auf den Kompost. Ja. Ja, Mensch, kritisch bleibt sie. Ich habe es schon erzählt, aber ich glaube, das ist was für ein Kompost. Nein. Dann schauen wir mal, welche Geschichte stimmt. Schöne Früchtchen im Angebot und hier ist das Rechte. Wenn du das schon mal gesehen hast, aber wo ist der Klang? Ich weiß nicht, ob Sie das. Es gibt. Keiner steht auf. Nö. Doch. Oh. Nein. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. So. Nee, warum denn? Das ist doch doof. Ja, Karl-Heinz Jeron tut es wirklich und wir haben die Versuchsanordnung bereitgestellt. Sie können ja mal hingehen. Grundsätzlich sind alle Gemüse- und Obstsorten geeignet, aber sagen Sie doch, wie funktioniert das überhaupt? Ja, das Schöne an meinem System ist, dass es sowohl mit altem als auch mit neuem Gemüse funktioniert. Insofern gibt es da eine Gleichwertigkeit. Hier ist, wenn man so will, das Kraftwerk, das mithilfe so einer chemischen Reaktion eben elektrische Energie erzeugt. Hier ist der kleine Schwingkreis, der dann eben mithilfe der Elektronen, die hier erzeugt werden, den Ton erzeugt. Hier ist der Lautsprecher und hier der Tonabnehmer. Also für die Aufzeichnung. Und die Lauchstange hier kann man sich vorstellen, am Klavier haben wir Tasten. Ich habe hier die Lauchstange, die ersetzt hier den Widerstand, also eine elektronische Komponente, die ich eigentlich bräuchte. Und wenn ich nun einfach hier die Kontakte schließe, dann kann ich hier Musik machen. In Berlin nennen wir das Musik, das ist richtig. Karl-Heinz Jeron mit seiner Obst- und Gemüsemusik bei Sagt die Wahrheit. Ganz herzlichen Dank. Schöne Vorstellung. Das war's für heute. Wenn auch Sie Geschichten für uns haben, dann melden Sie sich bei uns. Melden Sie sich bei Sagt die Wahrheit und seien Sie selbst im Studio dabei. Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal. Sehr schön.